Wir müssen uns dringend unterhalten. Ulrich Eckert. Ein Mann mit Herz und Seele. Online-Marketer seit 15 Jahren. Seriengründer und intimer Kenner der amerikanischen Szene. Der Gründer des Deutschen Online-Marketing-Verbandes. Teilen Sie mit uns einen Gedanken. Zumindest, wenn Sie Gewerbetreibender, Freiberufler, Selbstständiger, in irgendeiner Weise Unternehmer sind, wenn Sie online oder offline Umsätze generieren müssen und Umsätze generieren wollen, dann müssen wir uns dringend unterhalten, denn da draußen tobt momentan im Verborgenen und vergleichsweise leise, aber es tobt da draußen tatsächlich eine Revolution, die die Kraft hat, Sie vom Markt zu fegen, oder auch sie reich zu machen, sie größer zu machen, sie Ziele erreichen lassen kann, die momentan noch weit hinter ihrer oder über ihrer Vorstellungskraft liegen. Da gibt es praktische Beispiele für. Und es ist natürlich verständlich, wenn man selber mitten in so einer Revolution drin ist, in diesen kleinen einzelnen Schritten, die das jeden Tag, jede Stunde und jede Minute macht, sieht man das natürlich nicht. Im historischen Kontext, wenn man das mal ein bisschen rauszoomt und sich das anschaut, wird diese Industrie, diese Revolution, die momentan stattfindet, für die Menschheit eine weitaus größere Bedeutung haben als die industrielle Revolution. Bei der industriellen Revolution mussten sie Adliger sein oder Großgrundbesitzer und vor allen Dingen sie mussten bereit sein, ihre Angestellten, also ihre Leibeigenen bis aufs Blut zu schinden, damit sie ein Kohlebergwerk aufmachen konnten oder eine Eisenbahn bauen konnten. Das ist heute komplett anders. Die Revolution, die heute stattfindet, hat einen kompletten Paradigmenwechsel in sich. Denn wenn Sie heute wirklich eine Riesenfirma haben wollen, riesige Umsätze generieren wollen, dann ist Ihre erste Aufgabe Kunden glücklich machen, die zweite Aufgabe Mitarbeiter glücklich machen, dann kommt der ganze restliche Erfolg für Sie von ganz alleine. Wichtig ist also, wenn Sie eine große Firma haben wollen und viel Umsatz machen wollen, dann müssen Sie einfach einen Weg finden, wie Sie mehr Leute da draußen glücklich machen. Und dazu müssen Sie dann natürlich rausfinden, wie das im Einzelnen geht. Im letzten Jahr habe ich durch eine SEO- und Social-Media-Automation, die wir auf den Markt gebracht haben, einen Haufen Unternehmer kennengelernt, die also schon den Schritt gemacht haben, gesagt haben, okay, ich weiß, ich muss online was machen. Dann haben sie eine Webseite produziert und dann haben sie festgestellt, funktioniert nicht. Ja, die Webseite existiert, aber dieser Kundenansturm ist ausgeblieben. Und dann habe ich mir all diese Webseiten angeguckt und habe festgestellt, ja, ist kein Wunder, dass da nichts passiert. Denn Online-Marketing funktioniert nach gewissen Gesetzmäßigkeiten. Die sind auch gar nicht so ultra schwierig. Die sind also durchaus leicht nachzuvollziehen, wenn man das Prinzip mal verstanden hat. Und dann kann man sie auch Schritt für Schritt von Aalröchereien bis Zylinderstifte einfach umsetzen. Und dann hat man auch garantiert Erfolg damit. Wenn man allerdings offline, die Offline-Mentalität nimmt und die versucht online rüberzubringen, dann werden sie damit scheitern und es wird niemand interessieren, dass sie online überhaupt da sind. Und die Welt verändert sich nun mal ganz stark hin Richtung Online und mit diesen Online-Prinzipien hin zu dem Prinzip, dass Sie Kunden glücklich machen müssen, damit der Kunde Sie dann glücklich macht. Und das Wort Revolution ist definitiv nicht übertrieben. Diese ganze Perspektive darauf ist nicht übertrieben. Denn momentan wird unsere Gesellschaft von oben nach unten einmal komplett umgekrempelt. Aber bevor Sie sich jetzt fragen, was will dieser Möchtegern Che Guevara da eigentlich von mir, gucken wir uns mal ein dreiminütiges Video an von einem meiner Lieblinge, Professor Peter Kruse vom Deutschen Bundestag. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Als nächstes Herr Professor Dr. Kruse, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für die Gelegenheit, hier etwas beitragen zu dürfen. Mein Name ist Peter Kruse. Ich habe eigentlich 15 Jahre lang relativ weit weg von jeder Form von Praxis gearbeitet. Ich war mal auf der Schnittwege zwischen Experimentalpsychologie und Neurophysiologie unterwegs und habe mich mit dem menschlichen Gehirn beschäftigt. Hatte also, wenn Sie so wollen, eine frühe Liebe zum Thema intelligente Netze. Das konnten wir dann im Nachhinein im Bereich von Management und Unternehmensberatung anwenden. Ich habe versucht, das, was ich zu diesem Thema, wie beeinflusst das Internet die Gesellschaft, sagen wollte, in 10 Thesen zusammenzufassen. Die kann man in 3 Minuten dann nicht mehr zusammenfassen. Aber ich habe mich gefragt, was ist denn sozusagen der Kerngedanke dahinter? Und da ich ja nun sehr stark aus systemtheoretischer Perspektive herauskomme, möchte ich Ihnen gerne eine Grundthese kurz in den Raum stellen. Ich glaube nämlich, dass das Internet die Gesellschaft tatsächlich ganz gravierend verändert. Ich würde sogar den Begriff Revolution dafür nehmen. Und zwar gibt es eine grundlegende Machtverschiebung vom
Anbieter zum Nachfrager. Ich glaube, dass da etwas real passiert in allen Bereichen der Gesellschaft. Und das hat etwas mit der Systemarchitektur zu tun. Wenn man sich anschaut, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, dann sind wir hingegangen und haben die Vernetzungsdichte in der Welt gravierend erhöht. Es hat noch nie eine solche Explosion vorher gegeben. Dann kam das Web 2.0 dazu. Das heißt, neben der Tatsache, dass wir die Vernetzungsdichte hochgejagt haben, haben wir die Spontanaktivität in den Systemen hochgejagt. Also immer mehr Leute, die aktiv sind in einem hochvernetzten System. Und das Dritte, was dann dazu gekommen ist, eigentlich über so etwas wie Retweet-Funktionen bei Twitter zum Beispiel, das sind kreisende Erregungen im Netzwerk. Und wenn die drei Dinge zusammenkommen, hohe Vernetzungsdichte, hohe Spontanaktivität und kreisende Erregung, dann kann ich Ihnen sagen, was passiert. Die Systeme haben eine Tendenz zur Selbstaufschaukelung. Das heißt, Sie werden erleben, dass diese Systeme plötzlich mächtig werden, und zwar ohne, dass man vorhersagen kann, wo das ganz genau passiert. Und die Menschen haben das für sich entdeckt. Die erste Motivation der Menschen im Netzwerk war Information. Sie wollten Zugang zu Informationen. Dann irgendwann haben sie gemerkt, naja, es ist auch spannend, sich im Netzwerk darzustellen. Dann ging es darum, Spuren zu hinterlassen. Und was die Menschen im Moment merken, ist, dass man über die Netze mächtig werden kann. Die Menschen schließen sich zu Bewegungen zusammen. Und wenn Sie diese Situation noch vorhersagen wollen, dann kann ich Ihnen sagen, das wird bei diesen Netzen prinzipiell nicht gehen. Wir können gerne in die Glaskugel gucken, aber das sind nichtlineare Systeme. Nichtlineare Systeme können Sie nicht vorhersagen, der Schmetterlingseffekt sitzt dazwischen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie können wir dann Vorhersagen machen. Und da würde ich sagen, es ist die Frage der Empathie, der Wahrnehmung dessen, was zurzeit resonanzfähig ist in den Systemen. Wenn Sie einigermaßen nah dran sind am Markt, einigermaßen nah dran an den Menschen, dann können Sie nicht vorhersagen, was passiert, aber Sie haben ein Gefühl für die Resonanzmuster der Gesellschaft. Und an diesem Punkt, denke ich, brauchen wir eine Umdenkung. Wir müssen uns begreifbar machen, dass Macht sich neu definiert. Macht sitzt beim Nachfrager und nicht beim Anbieter. Das heißt, wir bekommen einen extrem starken Kunden, wir bekommen einen extrem starken Mitarbeiter und wir bekommen einen extrem starken Bürger. Und wenn es uns nicht gelingt, an dem Punkt empathisch genug zu sein, zu wissen, wo diese Art von Aufschaukelung stattfindet, dann kriegen wir in den nächsten Jahren gravierende Probleme. Und wenn es darum geht, sich zu überlegen, was müssen wir ändern, dann bin ich inzwischen durchaus bereit, mich durchaus entspannt zurückzulehnen, weil diese Systeme werden eine solche Dynamik entfalten, dass wir es uns schlicht und ergreifend nicht leisten können, uns nicht zu verändern. Also insofern kann man da sagen, und bist du nicht willig, so brauche ich Geduld. Dankeschön. Wir können es uns schlichtweg nicht erlauben, uns nicht zu ändern. Oder mit anderen Worten, wir müssen uns ändern. Und das Erstaunliche an diesem Video eben, das Hearing vom Bundestag, das war im Jahr 2010. Das heißt, das war vor Nordafrika, vor Occupy Wall Street und vor Kony 2012. Und all diese Erlebnisse, all diese Geschehnisse, die ich eben geschildert habe, das ist nicht so, dass die Welt sich so bewegt, dann gibt es kurz einen Blub wegen Social Media und Web 2.0 und Internet und dann nochmal einen Blub und die Welt bewegt sich normal weiter, sondern das ist ein Anfang von einer Bewegung, die sich immer weiter beschleunigen wird. Und das hat natürlich zur Folge, wenn Sie sich richtig positionieren für diese Veränderung, dann werden Sie den Punkt erreichen, wo Ihnen die Kunden wirklich die Bude einrennen auf gut Deutsch und damit dafür sorgen, dass Sie einen Riesenumsatz machen, wenn Sie das nach gewissen Gesetzmäßigkeiten machen und sich richtig positionieren für diese Veränderung. Wenn Sie weiterhin arbeiten nach diesen althergebrachten Mustern und sagen, das haben wir jetzt seit 50 Jahren so gemacht, das hat funktioniert, das nehmen wir jetzt und drücken das ins Internet, dann werden Sie feststellen, dass Sie ein Riesenproblem haben. Und wenn man sich heute mal umguckt, dann reden alle von Finanzkrise und dann reden sie alle von Wirtschaftskrise. Ganz ehrlich, ich kenne einen Haufen Internetunternehmen und ich kenne einen Haufen Internetunternehmer, da ist nirgendwo Wirtschaftskrise. Nirgendwo. Die haben vielleicht Notstand, um vernünftiges Personal ranzukriegen. Das ist ein Notstand, den die tatsächlich haben. Ansonsten schwimmen die im Geld. Die können sich nicht beklagen über zu wenig Geld. Das heißt, man sieht da ganz deutlich einen Trend. Old Style hat Probleme, New Style geht's gut. Und ich habe im letzten Jahr wirklich viele, viele, viele Unternehmer kennengelernt, die wirklich bemüht sind. Die haben Geld investiert, die haben Zeit investiert, die haben Energie investiert, um dahin zu kommen, dass sie sich den Veränderungen anpassen, damit sie da was mitnehmen können. Und da sie offensichtlich alle gar keinen Plan hatten davon, was kein Vorwurf ist, als Unternehmer hat man ganz andere Sachen zu tun, als einen Plan von Online-Marketing zu haben. Aber da auch niemand da war, der ihnen einen Plan gegeben hat und gesagt hat, das ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, Schritt 5, haben die irgendwas probiert. Und ich und jeder andere, der draußen Online-Marketing macht, hat das Geschäft genau so gelernt. Es gibt keinen Plan da draußen oder es gab keinen Plan da draußen.
sondern wir haben alle angefangen, wir haben Seminare besucht, wir haben Newsletter abonniert, wir haben Produkte gekauft, dann haben wir ausprobiert mit unseren eigenen Geschäften oder mit Affiliate-Geschäften oder mit was auch immer und haben langsam aber sicher unsere Erfahrung gesammelt, was geht und was nicht geht. Das ist ein Prozess, der hat bei mir bis zum heutigen Tage 15 Jahre gedauert. Ich garantiere Ihnen, in Ihrer Branche haben Sie die 15 Jahre nicht Zeit, weil irgendwann kommt einer in Ihrer Branche, der macht das richtig und dann ist der da als Konkurrenz, plötzlich aus dem Nichts. Durch diese Revolution, die wir heute erleben, ist es möglich, dass Sie in Unterwäsche im Schlafzimmer sitzend mit einem alten klapprigen Laptop die Grundlage legen für einen Weltkonzern. Und als ich mit meinem ersten Geschäft angefangen habe, das war also nachdem ich dann so ein bisschen Ahnung von Online-Marketing hatte, habe ich mit Webhosting angefangen. Und das ist knappe 15 Jahre her mittlerweile. Ich hatte von Webhosting null Ahnung. Es geht also nicht bloß darum, dass die Eintrittsbarrieren entsprechend niedrig sind, um in irgendeinen Markt einzutreten. Ich hatte damals wirklich nur von Marketing Ahnung und wirklich null Know-how von Webhosting. Ich habe einen Reseller Websites in Amerika gebucht, habe eine Webseite gebaut und habe gesagt, ich mache Webhosting. Und dann sind plötzlich die Kunden gekommen, weil ich es halt online-marketingmäßig entsprechend auf eine gewisse Art und Weise gemacht habe. Und das könnte ich in Ihrem Geschäft genauso machen. Ob ich die Aufträge dann abwickeln kann, weiß ich nicht, aber ich kann sie dann zumindest weitervermitteln an irgendjemand, der mir eine Provision dafür bezahlt. Und wenn das passiert, dann könnte es sein, dass Sie ein Riesenproblem kriegen, wenn Sie immer noch versuchen, auf die Old-Style-Variante Umsatz zu machen. Und das ist wirklich traurig zu sehen, wenn man sieht, dass da draußen wirklich motivierte, gebende, bereite Unternehmer unterwegs sind, die es einfach nicht umsetzen können. Und es dann wirklich bloß eine Frage der Zeit ist, bis diese Online-Welle auch in diese Branche schwappt und die Leute dann vom Markt fegt.